Schon Aristoteles hat gesagt, es gehört zur Glückseligkeit, dass man einen ausreichenden Anteil an den Gütern dieser Welt hat. Klimaschutz muss man sich wirklich leisten können. Und wir können es uns leisten. Hey, wir Deutschen, und ich finde es super, ich finde es großartig, wenn wir in Deutschland alles tun für Klimaschutz, wenn wir Artenvielfalt, Aufforstung, Initiativen entwickeln, wenn wir Gesetze erlassen, wenn wir uns aus Protest an Friedrich Merz festkleben oder sowas. Großartig, meine Damen und Herren. Ich bin total dafür. Ich finde das fabelhaft. Wir können uns das leisten. Oh, eine Einschränkung. Sollten Sie jemals als Zeichen Ihres Protestes Lebensmittel auf Kunstwerke geworfen haben, dann muss ich Ihnen leider sagen, dass ich es für kontraproduktiv halte, wenn man auf die Zerstörung der Welt damit reagiert, dass man das einzig Erhabene angreift, was die Menschheit hergestellt hat, nämlich Kunst. Die Gemälde von Claude Monet, von Vincent van Gogh und anderen mögen für sie Besitztümer reicher Kunstsammler sein. In Wahrheit aber sind sie Ausdruck purer Liebe zur Welt. Und ein Angriff auf diese verliert engagierte Leute wie mich als Fürsprecher. Wenn man wirklich Angst um die Umwelt hat, sollte man seinen Brei auf die Zentralen von Amazon, Apple, Google, Meta und Netflix werfen. Das Digitale ist der Feind der Natur, nicht die Bonner Kunsthalle. Ach so. Fragen Sie sich doch mal, was würde in Deutschland eine Mutter sagen, wenn sie sich entscheiden müsste? Deutschland wird klimaneutral, dafür müssten Sie aber für alle Zeiten Ihr Smartphone abgeben. Oder alles bleibt beim Alten, aber dafür wird Ihr Vertrag bei O2 günstiger. Ich meine, so abwegig ist der Gedanke gar nicht. Wenn Sie wirklich CO2 sparen wollen, meine Damen und Herren, dann könnten Sie beispielsweise einfach Ihr Handy stilllegen. Oder Ihre Streamingdienste. Kein Witz. Einen Film auf Netflix oder Amazon zu schauen, verbraucht mehr CO2, als wenn Sie heute Abend zu dieser Veranstaltung mit einem Dodge Ram 40 Kilometer hergefahren sind. Mein privater Vorschlag für den Kampf gegen Klimawandel wäre so einfach wie radikal. Einfach das Internet wieder abschalten. Hätte mehrere Vorteile. Es gäbe keine Shitstorms mehr, keine Influencer, keine ständigen Urheberrechtsverletzungen, keine Bitcoin-Millionäre und außerdem hätte man einen CO2-Sünder lahmgelegt, der doppelt so viel Schaden anrichtet als Deutschland. Es war nicht alles schlecht am Fax, meine Damen und Herren. Aber ich weiß, aber ich weiß es. Ich weiß, Sie lieben Technik, meine Damen und Herren. Die Technik ist ja auch ein Fortschritt. Obwohl, nein, genauer gesagt, ist nur eine Veränderung und nicht jede Veränderung ist ein Fortschritt. Der Beamer ersetzt das Kino, ChatGPT ersetzt das Denken, der Thermomix schmackhaftes Essen, das Mobiltelefon ersetzt die Diskothek als Ort, um seine Geschlechtspartner und Drogenhändler kennenzulernen. 2600 Interaktionen hat ein normaler Mensch pro Tag mit seinem Smartphone. Ich bitte Sie, wir werden weder den Klimawandel aufhalten, noch die Welt befrieden oder Gleichberechtigung herstellen, weil wir alle viel zu sehr damit beschäftigt sind, uns vor Sonnenuntergängen in Yoga-Posen zu filmen und Tonnen von Strom und CO2 zu verbrauchen, indem wir stündlich Millionen Selfies hochladen, die der Welt verzweifelt unsere Minderwertigkeitskomplexe vorhalten. Ein Deutscher hat durchschnittlich allein auf seinem Handy 1000 Fotos gespeichert und täglich kommen welche hinzu. Bei einer Kamera Obscura braucht man als Belichtungszeit mindestens 2 Minuten. Da hat man sich schon mal die Frage gestellt, ob man wirklich sein Mittagessen fotografieren wollte. Oder nicht doch etwas Wichtigeres für die Nachwelt abbilden möchte. Und ich weiß, Sie halten mich jetzt für bekloppt. Ich weiß, das Internet finde ich absurd. Was für ein Idiot dabei. Ja klar, dass Sie das sagen. Ich spreche heute auch vor Süchtigen. Ne? Naja, laut Psychologie ist es so, wer sein Handy mehr als 60 Mal am Tag in die Hand nimmt oder mehr als 3 Stunden am Tag im Internet verbringt, gilt bereits als süchtig. Erwischt. Übrigens noch frustrierender, die schlechteste Ökobilanz aufgrund von digitalem CO2-Ausstoß haben in Deutschland die technisch progressiven Wähler der Grünen und Jugendliche. Täter und Opfer spielen meist im selben Verein. Es ist leider so, ich muss es so sagen, wenn man ernsthaft glaubt, man rettet die Welt, indem man morgens demonstrieren geht gegen Klimawandel und abends dann aber beim Streamen sein Instagram checkt und bei Lieferheld Pizza bestellt, dann ist das genauso heroisch, als würde man damit angeben, dass einen die Mama immer noch die Fäustlinge mit einem Faden an die Anorak-Ärmel annäht. Entschuldigung, ich wollte mir jetzt nicht noch mit der Jugend hier im Publikum anlegen, falls sie überhaupt gekommen ist, man weiß es nicht. Das ist
vereinzelt. Aber ich meine, das ist doch großartig. Ich liebe junge Leute. Das sind, die haben Ideale und so. Wir brauchen mehr Jugend, sagen ja alle. Wir brauchen mehr direkte Demokratie, mehr Bürgerbeteiligung, Bürgerräte, Volksabstimmung. Naja. Ich bin ja total gegen direkte Demokratie, muss ich sagen. Weil die Geschichte hat gezeigt, Volksabstimmungen waren immer am beliebtesten bei Diktatoren. Und außerdem brauchen wir ja Politiker, sonst wäre ich ja arbeitslos. Nicht? Und wir brauchen auch Parteien, wo sollte man sonst seine Ressentiments parken, meine Damen und Herren. Das ist ja, und Sie denken jetzt, naja, so ist eben unsere moderne Welt. Alles ist im Wandel. Ist auch so, und ich kann Ihnen auch nicht helfen. Ich bin nur Kabarettist, ich bin Satiriker. Ein Beruf, den seriöse Menschen statusmäßig irgendwo zwischen Immobilienmakelei und Autodiebstahl verorten. Nicht? Ich bin nur ein Schriftsteller, ich bin ein Theoretiker, ich bin ein Theoros. Sie merken, es ist keine reine Unterhaltungsveranstaltung. Ich bin ein Theoros, altes Griechenland. Theoros, das waren Begleiter einer Gesandtschaft, die eine fremde Stadt besuchte. Ein Theoros soll nicht selbst handeln. Er soll beobachten, herausfinden, ob die Fremden die Gesandtschaft verstehen, ob die Fremden lügen und vor allem, ob die eigenen Leute lügen. Ein Theoros sieht sich in der Fremde um. Er prüft die Tempel, schaut, welche Schätze dort gesammelt sind. Er lernt Gerichte und Sprache kennen. Die Gewohnheit der Fremden kennt er schon nach einigen Tagen. Nur Hautkontakt brächte noch mehr Erfahrung. Probieren Sie das doch mal wieder aus. Ein bisschen Hautkontakt, wenn Sie Ihre Handys und Laptops mal ganz kurz ausgeschaltet haben. Bis dahin alles Gute und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.